Wie mache ich das jetzt am besten? Ach, scheiß drauf, lass das so. Warte mal, wenn ich das hier Wasser mache. Hier Wasser, dann hätte ich hier nur einen Weg. Oh Mann, ich muss erstmal gucken, wie ich das hier baue gerade. Ich bin so am Überlegen, ne? Scheiße, wie mache ich das jetzt? Ach, schwer Party Crash oder was? Ich bin. Nein. Ne, weil bei mir ist gerade einer verlassen und wieder reingekommen. Und ich krieg andauernd von Rohr Gecko 994-4716 eine Nachricht andauernd. Ach, der ist ein Vollidiot, der macht alles kaputt. Das kann ich nicht beurteilen. Hast du schon mit ihm gespielt oder was? Ja. Hat er richtig geile Wechsel gehabt, alles in die Luft gebrochen. Verbindung zum Haus gebrochen. Seid ihr seid gerade alle rausgeflogen, ne? Jo. Ich tu mal einen auf ganz sozial und lad mal die ganze Party ein. Und irgendeiner ist auch aus der Party rausgeflogen. Vordenke. Ja gut, dann lade ich gleich wieder ein. So, erstmal kriegt ihr alle schon mal wieder eine Einladung. Oh. Ich wieder auf Spieler einladen. Ja, das ist immer dämlich, ne, wenn man so rausfliegt aus dem Scheiß. So, Vordenke. Ach, da ist er schon. Vordenke ist online. Ich wollte gerade sagen, weil mir steht gerade offline. So, der kriegt eine Einladung. Habt ihr eigentlich immer noch eure Sachen, wenn ihr rausfliegt? Ja, ne? Ja. Zwei haben von euch drei Einladungen gekriegt. Das ist gut. Ich bin eingeladen. Boah, jetzt will wieder mal irgendwo fahren. Doch, eigentlich jetzt nur noch gespielt sein. Ja! Ja, warte mal kurz, ich lade mal wieder. Ich mache mal wieder eine Gruppeneinladung für alle. Ich lasse hier mal wieder einspringen. So, wieder allein laden. Ach, das ist doch immer dasselbe hier. Das Schlauste, was man eigentlich machen könnte, man könnte sowas auf PC machen. Aber auf PC ist halt das Problem. Keine Ahnung, ich habe kein Aufnahmeprogramm. Das ist das einzige Problem dafür. Auf PC, bitte mach mal. Ja, aber ich will mir jetzt auch nicht irgendwie so ein gecracktes Ding holen für zum Aufnahmeprogramm. Ich will mir jetzt Mirrorless Action, das kostet 50 Euro. Das will ich mir holen. Wahrscheinlich werde ich mir das erst aber nächsten Monat holen, weil ich diesen Monat schon wieder über meine Verhältnisse gelebt habe. Die PlayStation Vita hat doch schon ordentlich reingeknüppelt mit 200. Das hat doch schon wieder ein bisschen was reingeritten. Der Monat hat gerade erst begonnen, ne? Wie heißt das Aufnahmegerät? Mirrorless Action. Also das Programm. Okay. Das kostet erstens 16 Euro, wenn man damit nichts verdienen möchte. Aber ich will ja, weiß auch nicht, irgendwann will ich ja vielleicht bestimmt mit YouTube Geld verdienen, deswegen kaufen wir gleich die ordentliche Lizenz, die kostet 45 Euro, glaube ich, war das. Also, denke, muss man das im Internet kaufen, oder? Ja, das muss man im Internet kaufen. Das kannst du auch. Also ich will das nur mit PayPal bezahlen. So. Ich habe jetzt auf meinem PayPal-Konto, habe ich ja immer noch, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel habe ich auf meinem alten PayPal-Konto noch drauf. Das müssten noch 34 Euro oder so sein. Also ich glaube, das dürfte nicht mal lange dauern, bis ich mir das kaufe. Aber im Moment denke ich mir, ja komm, spaß mal lieber ein bisschen. Weil ich würde mir auch noch so einen Gamerstuhl kaufen, der kostet ja auch noch. Ich glaube, 61 Euro war der. Dann noch ein Arbeitsspeicher, der kostet auch nochmal 75 Euro, damit ich auch PC auch wirklich aufnehmen kann, also auf richtig guter Quali. Weil ich will jetzt ja nicht, dass der irgendwie so nur so mit 10 Frame FPS oder so rumruckelt. Was es eigentlich sowieso nicht tut, aber ich habe ja damals auch aufgenommen, da habe ich ja dasselbe Problem gehabt, dass der immer so eine Frame-Einbrüche hatte. Mhm. Und deswegen kaufe ich jetzt erstmal noch das und dann. Ich habe auch nicht so. Ja, weißt du, ich zock so Minecraft auf dem PC, auf einmal habe ich 0 FPS. Nee, ich habe da irgendwie, ich weiß auch nicht, das war auch nur bei diesem Hexit-Projekt, wo ich mal mitgemacht hatte, dass ich da so eine Frame-Einbrüche hatte. Weil wo ich allein gespielt habe, Hexit, dadurch immer mit Shader und allem möglichen drum und dran. Ich glaube 120 FPS hatte ich da durchgehend gehabt, ohne Ruckle. Aber wenn ich dann irgendwie auf dem Server war, da habe ich immer so einen richtigen Einbrüche gehabt. Da ging das richtig runter auf 30 manchmal oder auf 10. Das war irgendwie nur auf dem Server so, ich weiß nicht warum. Das kommt irgendwas. Oh, danke Mikashi. Ich hab eher 8 GB, sonst bei mir steht da 0 FPS. Ich weiß auch nicht warum. Bei mir läuft eigentlich alles flüssig auf dem Server. Man kann ja F3 gucken, um mal nachzugucken, wie viel FPS man hat, ne? Ja. Ach, so. Boah. So, ich glaube ohne Shader habe ich so 280 FPS. So. Na, ohne Shader habe ich auch so ungefähr so viel. Aber mit Mods. Ja, mit Mods. Ich bin da noch überlegen, ob ich da überhaupt welche reinmache. Hast du Mods?
Ich nö. Ich hab keine Ahnung, ich weiß noch nicht ganz genau, wie man das macht, aber ich werde mich damit wahrscheinlich demnächst mal auseinandersetzen. Muss ja immer gucken, wann ich Zeit habe dafür. Weil ich habe ja jetzt zum Beispiel erstmal weniger Zeit gehabt. Ich habe ja jetzt auch eine Woche so, nenne ich einfach mal, Auszeit genommen, so ein bisschen. Wo ich einfach ein bisschen weniger aufgenommen habe, einfach mal mir ein bisschen auf ein paar andere Dinge noch zu konzentrieren. Weil Lehre geht ja bei mir zu Ende jetzt. Ich muss ja in 2 Wochen umziehen. Den Umzug habe ich schon geplant und alles Mögliche. Da muss man halt alles ein bisschen vorher ordentlich machen. Dafür habe ich eine kurze Auszeit genommen, das erstmal fertig gemacht und jetzt kann ich eigentlich wieder ganz normal aufnehmen. Und ich wurde auch schon sehr oft gefragt, wann Watch Dogs kommt. Also ich sag mal so, es kommt am Sonntag um 15 Uhr, also es ist jetzt gerade vor 34 Minuten angekommen. Wollte ich nur mal ganz kurz dabei gesagt haben, weil ich davon sehr oft drüber gefragt wurde, wann das kommt. Ich guck's mal an. Aber das mit dem neuen Headset, das ist ein bisschen blöd. Ich habe ja noch ein neues Headset gekauft, weil mein Top-Headset da irgendwie nicht reinpasst. In meinem Fernseher, was ich total blöd finde, dafür musste ich ein neues Headset kaufen. Ey, das Ding ist so räudig irgendwie, ne? Die Ohrmuscheln, die du hast, sind so klein, da schwitzen die Ohren, Junge, das ist übelst eklig. Ja. Ich hatte mal richtig geiles. Hast du schon viel aufgenommen bei Watch Dogs? 4 Folgen habe ich da jetzt aufgenommen. Weil ich auch nicht mehr Zeit hatte an dem Tag. Das Spiel ist so geil, finde ich. Ja, ich find's auch Hammer. Weil ich habe ja auch schon so ein bisschen privat gespielt, aber nicht die Story, sondern einfach nur dumm rumgelaufen. Ich finde Blackout ist immer noch das Geilste, was du machen kannst. Wenn es schön draußen regnet und du haust einfach einen Blackout raus, danach geht das Licht dann wieder schlagartig so an, das finde ich immer geil. Aber du spielst, auf welcher Konsole spielst du? 360 oder? Xbox One. Ja, das spiele ich auch. Ich finde das immer richtig geil. Aber ich glaube, du hast dir so eine für 400 gekauft, ne? Ich warte kurz, wir haben 400. Ja, aber ich hab ja nur eine 500, der mit Kinect drauf. Was ich eigentlich nicht benutze. Ah ja, ich hab jetzt mal vor kurzem einfach mal dieses Xbox Fitness ausprobiert. Ah, das ist ja total lustig, Alter. Da machst du dich ja übel zum Affen, ey. Ich hab zwar in der ersten Runde, glaube ich, 14.000 Punkte oder so bekommen, Alter, was ich da gemacht habe. Aber das ist ja total behindert, was du da, wie das aussieht. Vor allem, wenn du dann mal links oben diesen Bildschirm anguckst, ne, wo da gezeigt wird, wie du dich in der Webcam anstellst, ne. Das Einzige, was du dir da denkst, wenn jemand das sehen würde, Alter, der wird dich auslachen. Das ist so bescheuert, was man da macht für eine Scheiße. Die Übungen sind auch manchmal total dämlich, einfach nur. Ist der Vordecker jetzt eigentlich immer noch drin, weil ich sehe die ganze Zeit immer, dass er aus ist? Vordecker? Sehr schwer. Ich glaube, Vordecker ist schon wieder draußen, ne? Ja. Mensch, der mit seiner Leitung, ne? Ja, ich lasse mal wieder eine komplette Einladung springen. Dann mache ich ja hier schon alle 10 Minuten, alle einladen. Okay, jetzt sind schon wieder welche aus der Party rausgeflogen gerade. Remix ist rausgeflogen. Na, Vordenker hat die Party verlassen. Naja, so ist es halt, ne? Ist schon wieder ganz viele Leute rausgeflogen, wenn man einfach Hillary nur welche einladen. Hillary, raus aus meinem Haus jetzt! Raus! Na, hör auf ihn. Wenn er sagt, raus aus dem Haus, dann raus aus dem Haus. Und die Party ist komplett gecrashed, oder was? Und der Techno-Remix hat den Techno-Remix getötet. Hm, interessant. Der ist in meinen Schlag reingelaufen. So, hier rüber. Sind jetzt alle eigentlich wieder in der Party drinne? Ja. Sehr gut. Ich habe hier keine Lust, mich jetzt immer alle 10 Minuten nachzugucken. Oh, ist jetzt der drinne? Ist jetzt der drinne? Das muss auch für die Zuschauer, glaube ich, nur ein bisschen nervig sein, wenn du andauernd nachguckst, ob alle drinne sind. Ich glaube, so schlimm wie heute war das bis jetzt eigentlich noch gar nicht, ne? Genau. Also wirklich so alle 10 Minuten alle rausfliegen. Vor allem, das war ja noch nie bei Beginn der Aufnahme. Das war ja sonst immer so nach einer Stunde oder so hat es dann langsam angefangen. Aber das ging ja hier gleich los damit. Ich glaube, das geht diesmal so. Einfach wie halt ich am Anfang. Aber ich will mir auch nicht vorstellen, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich eine 20.000er Leitung habe. Und die ist damit wahrscheinlich überfordert. Und möchte aber meinen Eltern jetzt zurückziehen, ne? Die haben eine 16.000er Leitung. Ich will gar nicht wissen, wie das dann wird, Da sehe ich aber schon wieder schwarz. Ich muss auch noch gucken, wie ich das mit den Uploads hinbekomme dann. Da dauert das ja pro Video 5 Stunden zum Hochladen.
das wird alle noch lustig. Viel Spaß. Ja. Aber es ist ja cool, wenn man so die Fackel, wenn man die so nah enthält, dass auch hier, dass die auch dann erleuchtet. Da gibt's gar nicht die Ecken am Schein, da war die doch. Irgendwie Schlüssel. Weil ich weiß, dass für PC gibt es ja so ein Mod, wenn du dann da so eine Fackel in der Hand hast, dann leuchtet die auch. Ja, und nicht nur, wenn du die platzierst, das finde ich immer ein bisschen blöd hier. Bei so einem Projekt namens Schein, glaube ich, das habe ich mit auch verfolgt, wo. Wie ist das Projekt von dir nochmal früher? Den Namen habe ich komplett vergessen. Hexoland oder was meinst du? Hexoland und Theo zu Ende war, habe ich Schrein geguckt. Ja, ich hatte den Mod mal, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, das war, glaube ich, bei Gronkh oder so, wo er ja die ganzen Mods da, der hat ja mal ganz viele Mods drin, da guckst du immer nach, was hat der da für Mods alles drin? Da? Der hat da ja so teilweise so eine ganz kleine Viecher rumrennen, das ist ja nicht normal gewesen bei ihm. Weil er hat wirklich eine ganze Menge Mods drauf gehabt. Ich glaube, wenn ich das bei meinem Rechner machen würde, dann würde ich ja nur noch mit 30 FPS rumtaumeln. Haut eigentlich irgendeiner noch ein bisschen Glowstone? Ja, ich kann nur ein bisschen gebrauchen. Na, dann musst du mal vorbeikommen, ich hab noch genug. Seid ihr jetzt noch Kohle? Ich glaube, Kohle habe ich hier 34. 15, ja, ich glaube, ich könnte noch was abgeben. Brauchst du Pfeile? Pfeile nö. So, wer wollte jetzt was haben? Ich hab Kohle. Du wolltest Kohle? Gut, dann kriegst du Kohle. Sehr schön. Ich dachte, dann wird noch Glowstone, aber von mir aus. Jetzt wieder rein damit. Jetzt ist es zu spät. Oh. Oh, komm her, ich hab noch ein bisschen Glowstone da, kannst du was haben. Ich hab hier noch ein bisschen was. So, Mikashi hat jetzt ein bisschen Glowstone bekommen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt haben wollte. Ich sehe da nicht durch. Ja. Na gut. Dann geh ich mal wieder zurück in meine Base. Hab ich auch noch Weizensamen? Ich sehe die gerade gar nicht. Scheiße, ich hab keine. Ja, kann mir irgendeiner welche geben, weil ich will jetzt auch noch unterirdisch was anbauen. Saattür? Ach, da ist Essen drin, ja, cool. Nee, ich brauch ja kein Essen, ich hab ja genug Essen. Der andere Mann braucht wohl ein bisschen eher Essen. Weil der ist ja immer so am Verhungern. Alles, ne? Jo, danke. Andermann. Ey, Andermann, dein Haus sieht cool aus. Ja, sieh. Danke. Danke für das Weizen. So, drei, habe ich wieder drei Weizen, kann ich das schon mal anbauen langsam. Was machst du hier bei mir? Jemand angelt. Ach scheiße, ich brauche noch dieses Ding, um überhaupt was reinzuhacken, damit ich überhaupt was abbauen was anbauen kann. Hier steht eine Kiste für dich. Ja, das habe ich schon gesehen. So, Steinding reicht locker. Na, raus aus meiner Höhle. Raus aus meiner Höhle, das ist meine Höhle. Raus da. Die ist only for me. Bevor hier irgendwelche Leute jetzt alles abfahren, dann möchte ich alles abfahren. Das ist alles meins hier. Alles meins. Weiß ich auch noch, wie es rausgeht? Was machst du hier drin in meiner Höhle? Toll, jetzt hat er hier meine Treppe kaputt gesprengt. Wie soll ich denn jetzt da hochkommen hier ordentlich? Nee, immer diese Probleme mit den Leuten da. Nee. Okay, wie baue ich jetzt weiter? Ich fahre jetzt hier unten noch irgendwo am Werk. Egal. Boah, jetzt erstmal wieder eine Fackel. Ah, oh, keine Kohle mitgenommen, ey, wie dämlich bin ich denn teilweise? Ach, hier ist genau was zum Abbauen. Andermann, hier. Danke. Wird von jemandem hier getötet. Mein Kumpel hat dich geschlagen. Das hat sich echt total motiviert angehört. Mein Kumpel hat dich geschlagen. Eins. Mein Kumpel hat dich geschlagen. Und er ist ertrunken. Richtige Pro-Skills. Der Trunk, ich weiß immer noch, wie man trinken kann. Der Trunk.
Also sag mal so, wenn du in der Hülle rumbuddelst und dann auf einmal explodiert ein Creeper und dann kommt da richtige Wassermassen raus, wo du auch nicht mehr hochkommst richtig, dann kannst du wirklich ertrinken. Das habe ich nämlich auch schon gehabt. Mitten in der Hülle ist Creeper explodiert, auf einmal kamen da richtige Wassermengen raus und ich wusste nicht, wo ich rauskomme. Aber ich drin halt ersoffen. Boah, passiert halt ab und zu mal, ne? Ist ja jetzt nicht so schlimm, das ist ja das Schlimmste von der Welt, wenn du einfach zu mal absäufst. Ein Killerweber. Der wollte klauen. Nein, also, will er nicht. Sehr gut. Ich bin gerade schon wieder in Lava reingelatscht. Immer diese selben Probleme. So, dann Lava noch mal zu da hinten. Ich guck mal in den Häusern nach Weizen. Ja, in meine Truhe geht wirklich kühl. Das kann ich ja gar nicht sagen, weil ich gerade in der Höhle bin. Doch nur geguckt, Alter. Ja, man sollte aber auch nicht unbedingt gucken, weil das ist auch ein bisschen blöd, wenn du da reinguckst, dann weißt du ja nicht genau, ob da jetzt irgendeiner was rausgenommen hat oder nicht. Doch, nicht mehr, sondern warum? Oh. Ich bin ich höre irgendwie gerade so ein Schleim rumspringen. Kriege ich vielleicht einen Schleim? Ich will den Frenzen bauen. Alter, weißt du, bei SG Faris Gorba wurden die Eisenblöcke abgebaut. Wie bei ihm wurden die abgebaut? Ja, der wollte doch so einen Eisenbullen bauen und da brauchte nur einen Kürbis. Der hat aber keinen und jetzt hat irgendjemand die Eisenblöcke abgebaut. Nee, der hat doch da einen Kürbis drauf platziert am Ende. Der hat dort auch drauf platziert oder nicht? Ich bin mir sicher, dass er einen aufgemacht hat. Hier stand vorhin noch die Statue ohne Kürbis. Okay. Nein, es gibt ja einen Golem, der rennt herum in Erdenhaus. Er hat also... Kann nicht sein. Ich hab einen Golem gesehen. Bei dem gehört, Nevada Kaktus. Ich guck mal, der wo Leder hat, das nehme ich dann und mach daraus Bücher. Was dann? Wollen die wahrscheinlich erfahren, oder? Jo. Oh, ich hab eine große Höhle gefunden hier. Ich find's immer cool, wenn du so eine Höhle triffst, wo dann so ein riesig großer Platz ist, wo du richtig eigentlich was bauen könntest. Und das Dumme ist, du hast hier nirgendwo Holz und nirgendwo Fleisch, wo du an Äste reinkommst, in so eine Scheiße. Killer Reaper, hast du noch Leder? Ich bin Vordenker, komm zu mir. Ich bauen. Ich komme jetzt mal wieder nach oben, ich habe mich sowieso schon wieder verlaufen und sehe schon wieder. Wer braucht die Leder? Was, warum der meiner ist wirklich mal der Beste ist? Der hat so farbige Fackeln. Wir brauchen das Leder. Ja, für welche Regale? Junge. Ich hab doch Leder. Alter, süß. Muss man sich bloß ein Haus extra rausbauen oder was? Ey, jetzt muss der Schild wieder platzieren. Technologie nicht. Oder was? Ja, hier. Da. Na, hab's geschafft da draußen, ne? Geht doch. Bleib einfach hier, wo ein Fussel hat.